So, hier geht es darum, hier soll erstmal der Schwerpunkt ausgerechnet werden, also YS, ZS und natürlich die Fläche. Und dann soll EY, IZ und das EYZ ausgerechnet werden. Und das ist bei mir plus das Integral YZ dA, das hier natürlich das Integral Z² dA und das hier das Integral Y² dA. Wenn ich einen Halbkreis habe, Radius r gleich 3 cm, dann setze ich meinen Bezugspunkt P immer genau in den Mittelpunkt von dem Halbkreis rein. Dadurch spare ich mir sehr viel Ärger mit dem Steiner. Insbesondere brauche ich dann keinen Doppelsteiner mehr. So, wir haben hier also einen Halbkreis mit 3 cm. Darunter ein Blech, Höhe 1, Breite natürlich 6, weil der Durchmesser des Kreises 6 ist. Dann haben wir hier ein Blech drunter mit 5, Breite 0,6 und hier ein Blech mit der Gesamtbreite 6 und der Höhe 1. Und jetzt geht es noch darum, den Schwerpunkt hier auszurechnen. Und da die gesamte Breite 3 ist und diese Breite 0,3 ist, ja, das liegt hier alles genau mittig darunter, kann ich sagen, dass diese Strecke 2,7 ist. So, und jetzt können wir anfangen. Die Fläche A1 ist gerade Pi r² halbe, die halbe Kreisfläche. Die Fläche A2 ist gerade 6 mal 1. Die Fläche A3 ist gerade 5 mal 0,6. Die Fläche A4 ist wieder 1 mal 6. Und das kann ich zu einer Gesamtfläche addieren. Und die Gesamtfläche ist 29,137. Die Einheit ist natürlich Zentimeter Quadrat. Ich runde übrigens grundsätzlich nicht. Das heißt, ich gebe die Werte alle auf viele Stellen zu genau an. Und das hat den Vorteil, dass man dann eben gucken kann, ob man die gleiche Rechnung hat oder nicht. Wer also im Prinzip auch nicht rundet, hat immer genau die gleichen Ergebnisse wie ich. Und dann kann er eben feststellen, ob er genauso gerechnet hat. Wenn Abweichungen sind, sind das also immer irgendwelche Fehler. So, Y1 ist 0, Y2 ist 0, Y3 ist 0, weil alle Punkte genau auf der Punkt P liegen. Und dann habe ich nur eine 2,7 zu vergeben bei den Ys. Jetzt sind wir beim Z. Da muss ich erstmal wissen, minus 4r durch 3 Pi, r 3 cm. Das Z2 ist gerade einfach ein halb, also die Hälfte von dem Blech. Das Z3 sind 2,5 plus 1. Also 3,5 und das Z4 sind 6,5, nämlich 1 und 5 sind 6 und dann noch ein halber. So, dann kann ich ausrechnen YS. Da bekomme ich einen Wert raus, 0,55599 und ich kann mir mein ZS ausrechnen, 1,184. Dimension Zentimeter. Und wie gesagt, alles viel zu genau ausgerechnet, um eben festzustellen, ob ich Tippfehler habe und ob ihr genau die gleichen Ergebnisse habt. So, jetzt stelle ich auf das Iy. Dann stelle ich das bezogen auf den Punkt P auf. Dann bin ich mit Pi r hoch 4 Achteln bereits mit dem Halbkreis fertig. Beim Rechteck wissen wir um die Mitte BH hoch 3 Zwölftel und um die Grundseite BH hoch 3 Drittel. Das erspart mir den Steineranteil, wenn der Punkt P genau in der Grundlinie liegt. Deswegen kann ich sagen, 6 mal 1 hoch 3 Drittel ohne Steineranteil oder Zwölftel mit Steineranteil. So, und jetzt kommt eben Breite 0,6 mal Höhe hoch 3 Zwölftel plus Steineranteil. Das ist also die Fläche 1, das ist die Fläche 2, das ist die Fläche 3. Und das ist die Fläche 4. Und jetzt kommt ein a3 mal z3 Quadrat. Und jetzt kommt ein 6 mal 1 hoch 3 Zwölftel. Und ein Steineranteil a4 z4 Quadrat. Das Ganze ist jetzt das i bezogen auf den Punkt P. Und jetzt gehe ich mit minus a mal zs Quadrat in den Schwerpunkt und erhalte ein i. Und ja, ich habe die Werte irgendwo ausgerechnet. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. So, dann habe ich ein Y. Oh, den habe ich noch gar nicht ausgerechnet. Muss ich noch alles ausrechnen. Dann habe ich hier das IZ. Das stellen wir jetzt auch auf. Das ist gerade Pi r hoch 4 Achtel erstmal, wieder bezogen auf den Punkt P. Dann habe ich hier ein 1 mal 6 hoch 3 Zwölftel plus
plus der Steineanteil ist 0. Dann habe ich ein 5 mal 0,6 hoch 3 Zwölftel. Dann habe ich ein 1 mal 6 hoch 3 Zwölftel. Hier sind also überall die Steineanteile nötig und entfallen wegen den Nullen. Und der letzte Steineanteil kommt jetzt dazu. Das heißt, ich habe jetzt noch ein a4 mal y4 Quadrat und minus a mal ys Quadrat. Das ist also wieder bis hier bezogen auf den Punkt P und jetzt gehe ich wieder in den Gesamtschwerpunkt. Sehr einfach ist auch das iyz. Das ist also a1 mal y1 mal z1 plus a2 mal y2 mal z2, a3 y2 z2 und alle sind 0. Deswegen brauche ich nur zu rechnen a4 y4 z4 minus a mal ys mal zs und bin bereits fertig. So, und leider habe ich vergessen, das einzutippen, deswegen werde ich das gerade nochmal eintippen. Das ist also pi mal r hoch 4 durch 8 plus 6 durch 3 plus 0,6 mal 5 hoch 3 durch 12 plus a3 mal z3 hoch 2 plus 6 durch 12 plus a4 mal z4 hoch 2 minus a mal zs hoch 2 und wir erhalten für iy den Wert raus. Das sind 289,96. So, und jetzt kommt das iz und das ist wieder pi mal r hoch 4 dividiert durch 8 plus 6 hoch 3 durch 12 plus 5 mal 0,6 hoch 3 durch 12 plus 6 hoch 3 durch 12 plus a4 mal y4 hoch 2 minus a mal ys hoch 2 und wir sind beim iz und da haben wir einen Wert raus, der ist 102,63. Dimension natürlich Zentimeter hoch 4. Und hier kommt jetzt raus, das iyz ist also a4 mal y4 mal z4 minus a mal ys mal zs. Und ich bekomme für mein iyz raus 86,12 Zentimeter hoch 4. Sehr dämlich kann man die Rechnung auch aufstellen. Ich kann also, wie gesagt, mein y wieder so aufstellen, dass ich sage pi r hoch 4 Achtel. Und jetzt muss ich erstmal in den Schwerpunkt reingehen. Das heißt, ich muss jetzt mit der Fläche a1 und den 4r durch 3 pi Quadrat in den Schwerpunkt gehen. Und dann muss ich eben wieder rausgehen mit der Fläche a1 mal z1 minus zs Quadrat. Und dann kann ich so weitermachen. Jetzt kann ich also den nächsten Wert nehmen. 6 mal 1 hoch 3 Zwölftel plus der Fläche a2 mal z2 minus zs Quadrat plus, jetzt kommt die nächste Fläche, 0,6 mal 5 hoch 3 Zwölftel plus der Fläche a3 mal z3 minus zs zum Quadrat. Das wäre die Fläche hier. Und jetzt kommt noch dazu ein plus 6 mal 1 hoch 3 Zwölftel plus der Fläche a4 mal z4 minus zs Quadrat. Wenn ich das austippe, kommt wieder der gleiche Wert raus. Das hier nennen wir Doppelsteiner. Wir gehen also erstmal von dem Mittelpunkt des Kreises, wo wir es kennen, bezogen auf den Schwerpunkt des Kreises und dann gehen wir von da in den Gesamtschwerpunkt. Und ich denke, wenn man sich die Tipperei vergleicht mit der Tipperei oben, dann habe ich hier doppelt so viel zu tippen und das macht nicht gerade Spaß und ist nicht gerade sinnvoll, das so aufzustellen. Aus irgendwelchen Gründen glauben alle Leute, das müssten sie so aufstellen und jeden Term einzeln verschieben, was meiner Meinung nach wieder ein völliger, blödsinniger Arbeit ist. Dasselbe kann ich auch für das iz machen. Pi r hoch 4 durch 8. So, und jetzt kann ich eben wieder sagen, hier bin ich direkt im Schwerpunkt. Jetzt kann ich aber sagen, jetzt muss ich den verschieben.
a1 mal y1 minus ys Quadrat. Jetzt brauche ich auch hier einen Steiner. Jetzt kann ich sagen, plus 1 mal 6 hoch 3 Zwölftel plus a2 mal y2 minus ys Quadrat plus den Term hier, 5 mal 0,6 hoch 3 Zwölftel plus a3 mal y3 minus ys Quadrat. So, jetzt kommt wieder plus 1 mal 6 hoch 3 Zwölftel. Dann kommt da wieder ein a4 mal y4 minus ys Quadrat. Und dann hätte ich den EZ ausgerechnet. Wie gesagt, ich halte von dieser Rechenart nichts, aber zur Kontrolle ist er ganz gut. Es muss genau das gleiche Ergebnis rauskommen, bis auf die letzte Stelle. So, und jetzt kommt das EYZ. Das würde ich dann so aufstellen: A1 Y1 Z, stopp, A1 Y1 minus YS mal Z1 minus ZS plus A2 Y2 YS. Z2 ZS plus A3 und so weiter. Y3 YS Z3 ZS plus A4 Y4 YS Z4 ZS. Das könnte ich jetzt alles ausrechnen und müsste das gleiche Ergebnis rausbekommen. Wichtig ist noch, dass die Teile wegen Symmetrie. Einfache Symmetrie reicht aus, keine Eigendeviationsmomente haben. Das sieht eben anders aus, wenn ich einen Viertelkreis habe. Das sieht anders aus, wenn ich ein Dreieck habe. Das sieht anders aus, wenn ich ein schräges Blech habe. Dann haben die Teile auch noch ein Eigendeviationsmoment, das man ausrechnen muss. Darauf achten auch noch, dass die Definition von dem IYZ bei mir eben plus Integral YZ dA ist und dass in der Literatur und bei verschiedenen Professoren auch die entgegengesetzte Definition durchaus üblich ist. Das ist also nicht etwa ein Fehler, sondern beide Definitionen können gebraucht werden und haben in ihren nachfolgenden Formeln genau entgegengesetzte Vorzeichen. Wer irgendwelche Fragen zu meinem Rechenweg hat, der lese sich am besten erst noch mein Skript dazu durch. Ich mache auch keine Hauptachsentransformation. Ich kann also einmal die Es mit wesentlich weniger Tipparbeit ausrechnen, indem ich das E erstmal insgesamt auf den Punkt P aufbeziehe und dann in den Gesamtschwerpunkt gehe. Und danach kann ich mir die Hauptachsentransformation ersparen, weil ich die Spannungsverteilung viel schneller ohne die Hauptachsentransformation rauskriege. Und wer gerne rechnen will, der kann auch gerne den traditionellen Rechenweg einschlagen und sieht natürlich, dass er bis auf die letzte Stelle, wenn ich mich nicht gerade vertippt habe, die gleichen Ergebnisse rauskriegt.